Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Opening. Wir gucken uns heute ein Wolfpack an. Genau, aber für euch zur Info, heute Abend auf VOGT werden wir ein Collector-Display öffnen. Dann wird es noch ein Kickstarter-Stretch-Goal-Set zu erwerben geben und noch weitere Sachen. Ja, also, wenn ihr mit teilnehmen wollt und dann die Chance auch noch auf eine Pool haben wollt, kommt gerne heute Abend auf VOGT vorbei, gar kein Thema. Wir widmen uns jetzt hier diesem wunderschönen Wolfpack. Mega, mega selten. Sehr seltene Karten drin. Fühlt sich sehr hart an. Könnte eine Gold Stamp Lenticular Card drin sein. Vielleicht auch was Cooles Französisches. Wir gucken einfach mal. Die habe ich übrigens gewonnen beim Fotocontest auf dem Discord-Server. Also kommt gerne, falls ihr auch mal in Zukunft sowas gewinnen wollt, auf dem Discord-Server vorbei. So. Gucken wir mal, was sich hier drin befindet. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Necromancer Skeleton aus dem Sample 2 Pack. Man sieht hier unten eine schöne Sample Card. Ja, solche könnt ihr theoretisch auch aus meiner Poolbox ziehen, wenn ihr dabei seid. Genau. Dann als zweite Karte haben wir einmal Catacombs vom Patreon Pack. Ja, PT 38. Pulo Holo auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man es richtig sehen kann, aber hier nochmal der Olo-Effekt. Wunderschön. Dann die nächste Karte ist ein Ultra Laser Unicorn. Ja, das ist eine Karte aus dem Sample C. Sample C ist stark auch eine Version, die quasi nie zum Kauf stand. Auch eine schöne Karte, eine beliebte Karte, würde ich behaupten. Und dahinter haben wir die erste Sleeve-Karte, eine französische Die and Retry. Ja, auch in Holo von 2021, richtig, richtig cool und auch sehr selten. Ja, gerade die Holos hier, sehr, sehr beliebtes Ding und auch sehr, sehr teuer. Und die letzte Karte ist eine Lenticular Gold Stamp. Ja, wir gucken mal so. Na, wer kann schon erraten, was das für eine ist? Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Gucken wir mal weiter. Wir haben hier Isaac, oder? Es ist ein Isaac mit Gold Stamp. Ja, der weinende Boy plus dann, ja, eigentlich ist er immer am Weinen, ne? Es ist halt Isaac, The Binding of Isaac, cool, cool. Die wurden damals noch handgemacht und bestehen aus zwei Karten, deswegen sehen die ein bisschen dicker aus. Ich kann die mal hier unten kurz rausziehen, ein bisschen hier Schulungsmaterial für euch. Vielleicht sieht man es, ich weiß es nicht genau. Es sind auf jeden Fall zwei Karten, also sie ist auf jeden Fall auch einiges dicker. Und nicht so lichtdurchlässig, würde ich mal behaupten. Und eine sehr, sehr schöne Karte mit Goldstamp drauf. Hammermäßig, seltenes Ding. Auf jeden Fall was für die Sammlung. Also, wie fandet ihr das Pack? Schaut heute Abend auf jeden Fall vorbei. Ja? Guckt in die Beschreibung. Schaut auf VOGT nach meinem Namen. Collect and Trade, folgt gerne schon mal rein. Es wird auch unter anderem hier ein Patreon Pack zu kaufen geben. Ja? Richtig, richtig seltenes Zeug. Also, komm vorbei, bis dahin und ciao. Sagt euren Freunden Bescheid.